Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der blog.json-Datei. Wir schauen uns heute die Events und die Permutations an, aber zuvor muss ich noch etwas Kleines einschieben, und zwar etwas, was ich bei den Komponenten vergessen habe. Und zwar, wenn wir ganz nach unten gehen, dann haben wir hier ja, da hatten wir ja die ganzen Block-Trigger, aber eine letzte Sache, die ich vergessen habe, gibt es auch noch, nämlich sogenannte Block-Tags. Dann sagt man hier Tag, Doppelpunkt, Block-Tag-Name. Und es fügt dem Block einen Tag hinzu. Ja? Hier habe ich so eine Liste gefunden mit Standardwerten, die es gibt. Und da könnt ihr dann zum Beispiel Tag Doppelpunkt Word machen. Und wenn man dann das Ganze hier oben in Blockfilter quasi abfragt, hier diese Tags, dann wird dieser Block eben auch als Holz anerkannt, beziehungsweise auch als Stein, Metall, sonst was. Ja? Das heißt, das ist recht nützlich, um dem so ein bisschen Vanilla-Verhalten hinzuzufügen. Es ist nicht so, dass man dann das schneller mit einer Axt abbauen könnte, das funktioniert leider nicht, aber an sich kann man das dann nutzen, um eben zum Beispiel Placement-Filter beeinflussen. Ja? So viel eigentlich dazu, das war halt eine relativ kleine Sache, die ich vergessen habe, nicht allzu schlimm. Und dann beginnen wir mit den sogenannten Events. Erinnert euch noch an letzte Folge, da hatten wir ein sogenanntes Target bei den Block-Triggern und das ist ein sogenannter Minecraft-Filter. Ja? Dabei kann man die Auswahl der Zielentität an so einen genannten Filter, Minecraft-Filter knüpfen. Und hier habe ich eine Liste mit den ganzen Filtern gefunden. Und da werde ich jetzt nicht genau darauf eingehen. Im Grunde hat man dann irgendwie vier Werte oder so, wo man einen Test hat, den man quasi abfragt. Ein Subjekt, quasi das, was man hier vorher hatte, also Self oder Other kann man da reinmachen. Self in diesem Fall wäre der Block, Other wäre die Entität, die damit interagiert, also in dem Fall der Spieler, der zum Beispiel draufklickt, und dann könnt ihr dann quasi einen Operator reinmachen, gleich, größer, ungleich, kleiner und so weiter und so fort und dann einen Wert, mit dem man das vergleichen soll. Aber schaut euch hier diesen Link dazu an, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Ich habe mich da noch nicht ganz so reingefuchst, daher kenne ich mich damit noch nicht ganz so gut aus. So, dann haben wir endlich die Events und wir fangen da direkt an mit einem echten Event. Wir müssen da einen Namen eintippen, zum Beispiel Namespace Doppelpunkt Event Name. Das ist dann eben ein Event, was wir haben. Davon können wir im Grunde beliebig viele haben. Ich glaube, es gibt eine Einschränkung, so 1000 oder so. Aber so oder so, es sollten an sich mehr als genug da sein. So, dann haben wir jetzt hier sogenannte Event Responses, also quasi Antworten auf ein Event. Und davon haben wir eine ganze Menge. Und da würde ich sagen, wir gehen einfach mal durch. Als allererstes haben wir Add Mob Effekt. Das fügt der Zielentität einen Trankeffekt zu. Also zum Beispiel, ihr kennt ja Geschwindigkeit, damit man schneller laufen kann. Oder hier Abbaubeschleunigung, Abbaulähmung, sowas alles. Da haben wir als erstes einen Amplifier, das ist eben die Stufe des Trankeffekts. Kennt ihr, man hat Geschwindigkeit 1 und Geschwindigkeit 2. Dann die Dauer, für die es halt verfügbar ist, also in Sekunden halt eben, Effekt. Dann ist das eben die ID des Trankeffekts. Da füge ich vielleicht auch noch einen Link hinzu, könnte ganz nützlich sein. Das werde ich mir dann noch merken. Wenn ihr das herunterladet, dann wird das auf jeden Fall drin sein. Und dann haben wir auch wieder Target, standardmäßig ist es auf Self. In dem Fall würde es tatsächlich mehr Sinn machen, wenn man das auf Other setzt. Dann wird das eben dem Spieler hinzugefügt oder der Entität, die eben mit diesem Block interagiert. Wenn man das hier auf Self macht, dann würde man theoretisch diesem Block diesen Trankeffekt hinzufügen, was natürlich gar nicht geht. Deshalb würde es hier am meisten Sinn machen, das auf Other zu setzen. Dann haben wir Damage, das fügt der Zielentität Schaden zu. Hier haben wir quasi die Menge an Schaden, die zugeführt werden soll. Dann könnt ihr da einen beliebigen Wert eintippen. Mob Amount, das ist die Menge an Schaden, die beim Halten des Gegenstands zugeführt werden soll. Das ist nicht so wie ein Schwert, das ihr beim Schlagen Schaden macht, sondern das ist die Menge an Schaden, die ihr bekommt, wenn ihr den Block in der Hand haltet. Ja? Dann haben wir noch Target, auch hier würde es wieder empfehlen, das auf Other zu setzen. Type, das ist dann eben die Art des Schadens und da habe ich auch wieder einen Link hinzugefügt, damit ihr euch das mal anschauen könnt, welche Arten von Schaden es dort gibt. Ja? Dann haben wir Decrement Stack, das reduziert den gehaltenen Stapel an Gegenständen um 1. Heißt, wenn ihr irgendwie 20 von diesen Blöcken habt, dann habt ihr nur noch 19. Als nächstes haben wir Die, das tötet die C-Entität. Und dann haben wir hier eben auch nur unser Target. Und auch hier würde es wieder Sinn machen, das auf Other zu setzen. Dann wird eben der Spieler getötet, wenn man auf diesen Block zum Beispiel draufklicken würde. Ja? Dann haben wir Play Effect.
Das lässt einen Partikeleffekt bei der Zielentität erscheinen. In der 1.20 funktioniert das gar nicht. Ja? Das heißt, ihr müsst das in der Zukunft mal ausprobieren. Die neueste Version, wo ich es ausprobiert habe, war die 1.20.10. Also momentan auf jeden Fall nicht. Wenn ihr das in ferner Zukunft schaut, dann kann es natürlich ganz anders sein, dann funktioniert es vielleicht. Aber wir haben trotzdem Werte, die wir da eintippen können, auch wenn das gar nicht funktioniert. Und zwar haben wir Data, das ist ein Datenwert, mit dem man den Partikeleffekt anpassen kann. Dann haben wir Effekt, das ist dann eben die ID des Partikeleffekts. Und da habe ich hier einen Link reingepackt für die verschiedenen Arten von Partikeln. Das sind dann zum Beispiel, wenn ein Dorfbewohner einen Arbeitsblock findet, dann kommen ja diese grünen Sternchen, oder wenn ein Arbeitsblock verliert, dann kommt ja diese Gewitterwolke und so. All diese Partikel sind dann da drin enthalten. Ja. Dann haben wir Play Sound, das lässt ein Geräusch bei der Zielentität ertönen. In 1.20 ist es nicht funktionsfähig. Ja. Also genauso wie mit Play Effect, das geht einfach nicht. Dann haben wir eben Sound und Sound Name, das ist eben die ID des Geräuschs, und hier habe ich quasi die gesamte Liste an Geräuschen, die es in Minecraft Bedrock gibt, einen Link dazu eingefügt. Wie gesagt, das funktioniert nicht, also bringt das relativ wenig. Auch hier haben wir wieder ein Target. Hier würde es bei beiden eigentlich Sinn machen, das auf Other zu setzen, damit der Spieler das in dem Fall sehen würde. Ja? Da die beiden hier nicht funktionieren, muss man das einfach mit einem anderen machen, nämlich mit dem Run-Command und dann eben mit den Befehlen dazu, also einmal Particle und einmal PlaySound. Da muss man einfach die Befehle benutzen, damit man das auch so ähnlich machen kann. Ja? Dann haben wir Remove Mob Effect, was im Grunde genau das Gegenteil ist zu Add Mob Effect. Das entfernt einfach den Trankeffekt von der Zielentität. Da haben wir eben wieder die Effekt-ID, quasi die ID des Trankeffekts. Wenn ich da die Liste oder einen Link dazu mache, dann werde ich das wahrscheinlich hier oben nur einfügen, und hier unten werde ich das dann weglassen. Ja? Wir haben also, ja, wie gesagt, die ID und wieder ein Target. Da macht auch wieder Other Sinn. So, da haben wir Run Command, das führt eben Befehle aus, entweder einen einzelnen, dann haben wir das hier, dann macht man das halt einfach in Anführungszeichen. Dann kann man das eben einen Befehl eintippen, der ausgeführt werden soll. Hierbei darf man nicht das Slash, den Schrägstrich davor schreiben, sondern man tippt einfach nur den Befehl ein. Ja? Der wird hierbei nicht benötigt. Das Slash braucht man ja eigentlich nur, wenn man das quasi in den Chat reinschreibt. Wir haben eine alternative Schreibweise. Hierbei können dann mehrere Befehle ausgeführt werden. Macht einfach eine Liste, ihr nehmt eure Befehle und dann packt ihr die untereinander da rein. Ja? Also relativ einfach. Und dann haben wir unser Target, wieder unsere Zielentität. Und in dem Fall wird halt ausgesucht, wer diese Befehle ausführt. Also entweder der Spieler oder der Block. Ja? Und ich würde das tatsächlich auf Safe lassen. Stellt euch mal vor, der Spieler hat quasi gar keine Zugangsrechte zu Befehlen. Dann wird das quasi gar nicht erst ausgeführt. Daher würde ich das eigentlich immer auf Self lassen, beziehungsweise einfach weglassen. Dann ist es ja schon auf dem Standardwert. Da haben wir SetBlock, das ersetzt diesen Block durch einen anderen. Und dann gibt es auch wieder zwei Schreibweisen. Man sagt eben BlockType und dann tippt man hier den Namen des Blocks ein, der eben platziert werden soll. Oder man hat es hier als alternative Schreibweise. Dabei können Eigenschaften des Blocks verändert werden. Dann gibt man halt wieder den Namen an und die Zustände, beziehungsweise die Eigenschaften, die der Block haben soll. Ja? Und da kann man ja halt hier die in der Description hier oben gemeinten Eigenschaften, die es beim Block halt gibt, gleich mit verändern. Das kann ganz nützlich sein, wenn man beispielsweise irgendeinen Kupferblock hat, der oxidieren soll, und der hat irgendwie eine bestimmte Rotation und die soll weitergeführt werden, wenn der Block oxidiert, dann ist das ganz schön nützlich. So, dann haben wir SetBlock at Position. Das platziert ein Block, ist im Grunde genau dasselbe wie Setblock, nur dass man dieses Mal eben ein Offset hat. Das ist eben eine relative Position, an der ein neuer Block platziert werden soll. Das heißt, von diesem Block aus, den wir uns gerade anschauen, wird ein neuer Block an bestimmten relativen Koordinaten gesetzt. Auch hier wieder Blocktype, entweder nur als Name oder mit Name und Eigenschaften. Dann haben wir das wahrscheinlich Wichtigste, nämlich Setblock Property. Das verändert den Wert einer Eigenschaft. Ja? Und dann gibt man eben eine Eigenschaft hier an und den Wert, den man da haben möchte. Ich habe hier als Beispiel String Property genommen, das, was wir oben bei den Eigenschaften hatten. Und standardmäßig war es ja auf Value 1 und dann habe ich es auf Value 2 gesetzt. Da haben wir Spawn Loot, das lässt Gegenstände aus einem Loot Table fallen. Die werden dann einfach quasi an der Position vom Block gespawnt. Und dann muss man eben hier ein Pfad für ein Loot Table angeben.
So, dann haben wir Swing. Das lässt den Akteur hin und her schwingen. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was da passieren soll. Daher müsst ihr es einfach mal selber ausprobieren. Als nächstes haben wir Teleport. Das teleportiert die Zielentität. Und da haben wir eben auch wieder einige, ja, Eigenschaften, die wir verändern können. Unter anderem Avoid Water. Das bestimmt, ob die Teleportation der Zielentität Wasser vermeidet. Standardmäßig ist es auf True. Wenn es auf False setzt, dann könnte es sein, dass ihr quasi ins Wasser teleportiert werdet. Destination, das sind eben die Koordinaten für die Teleportation. Und dann könnt ihr da halt beliebige Werte angeben. Land on Block, das bestimmt, ob die Teleportation der Zielentität auf einem Block erfolgen soll. Wenn nicht, dann werdet ihr ja möglicherweise einfach in der Luft hin teleportiert und dann fallt ihr runter. Max Range ist quasi die maximale Abweichung von den Zielkoordinaten an. Und das wird quasi eigentlich nur benötigt, wenn beide von den hier Avoid Water und Land on Block beide auf True sind. Dann bräuchte man davon einen gewissen Bereich, sonst klappt das Ganze gar nicht. Und natürlich Target, da ist auch wieder empfehlenswert, das auf Other zu setzen, weil der Block kann sich ja nicht teleportieren, sondern eben nur der Spieler, der damit interagiert. Dann haben wir noch Transform Item, das verändert den gehaltenen Gegenstand zu einem anderen. Und dann haben wir hier Transform Other Item Name. Das ist der Name des Gegenstands, in den der gehaltene Gegenstand umgewandelt wird. Okay, also stellt euch mal vor, wir haben hier ein Eisenbarren zum Beispiel und ihr klickt auf den Block drauf und egal welchen Gegenstand ihr in der Hand habt, der wird dann durch einen Eisenbarren ersetzt. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, also es wäre ganz nützlich, hier irgendwie auch noch eine Option zu haben von Gegenständen, die ersetzt werden sollen, aber bisher gibt es das noch nicht, daher kann man da noch nicht viel machen. Und zu guter Letzt haben wir dann die Permutations, sogenannte Permutation oder auch Veränderung. Es sind Veränderungen am Block, die unter bestimmten Bedingungen eintreten sollen. Und das ist eine Liste, wo dann quasi JSON-Objekte drin sind, das seht ihr hier. Da haben wir sogenannte Conditions, wo dann quasi was abgefragt wird. Das ist Molang-Bedingung, dabei kann nur Query.BlockProperty abgefragt werden. Ja? Das heißt, wir haben hier Query.BlockProperty, das ist eine Molang-Query, da werden Sachen eben abgefragt. Und da haben wir hier zum Beispiel unser String-Property, das ist eben die Eigenschaft, die wir hier oben in der Beschreibung festgelegt haben. Und die vergleichen wir dann zum Beispiel hier mit dem Wert 1. Ja? Und an sich bräuchte ihr das zweimal, einmal für Wert 1 und einmal für Wert 2. Das heißt, man müsste das hier quasi zweimal einfügen, wenn man den Wert 1 hat oder wenn man den Wert 2 hat. Da muss es eben unterschiedliche ja, Eigenschaften, unterschiedliche Sachen müssen dann eben passieren. Dann haben wir Components, das sind Komponenten eben, die beim Eintreten der Bedingung verändert werden. Also eben alles, was hier oben drin war, kann dann erneut quasi aufgegriffen werden und verändert werden. Und das war im Grunde alles zu den Permutationen. Ich weiß nicht allzu viel, aber die sind super nützlich, wenn man einen Block quasi interaktiv machen möchte oder deutlich komplexer machen möchte, als er eigentlich schon ist. So, an sich war es das. Ja, das war es mit dieser 4-3-3-3-teiligen. Ja, es war eine dreiteilige Serie, relativ kurz. Als nächstes werden wir Blöcke machen. Macht ja Sinn. Ich habe jetzt alles erklärt hier. Dann können wir auch ruhig ein paar Blöcke machen. Als erstes möchte ich Stufen machen, ja, da die relativ interessant sind und relativ leicht sind, auch nachzumachen. Treppen sind ein bisschen schwer. Die werde ich wahrscheinlich nicht machen. Das liegt unter anderem daran, dass man die quasi nicht biegen lassen kann. Also ihr wisst ja, die normalen Treppen, die verändern ja ihre Form, je nachdem, wie die Treppen um sich herum quasi geformt sind. Daher ist das ein bisschen problematisch, das nachzumachen. Das ist ziemlich schwer, das geht nicht so einfach. Daher kann ich da leider erstmal nichts mitmachen. Aber auf jeden Fall Stufen, vertikale Stufen, eines der meistgefragtesten Features in Minecraft, vertikale Stufen auf jeden Fall. Und vielleicht auch vertikale Treppen, das heißt quasi so Dreiviertelblöcke, die würde ich auch ganz gerne machen. Da werde ich dann aber in Zukunft noch ein extra Video natürlich zu machen. Als erstes die Stufen. Also, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!